Hi Leute, weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert, dass ich mal ein Axtmesser entworfen habe für den Lepus, um das bei ihm machen zu lassen. Und ich wollte euch jetzt ein kleines Update geben, weil ich nämlich ein Modell gebaut habe. Also, das war meine Vorlage, die ich aufgrund des Moela Cobra Design, was mir sehr gefallen hat, nachgebaut habe. Also ein Pappe. Vorgabe war maximal 40 cm Länge und maximal, ich glaube, das waren 8 oder so Zentimeter Breite von Stahlrohling. So sieht das jetzt also als quasi 3D-Modell aus, damit ich da mal ein Gefühl für bekomme, wie sich sowas anfühlt. Einfach von der Form. Ich kann es also hier vorne greifen als normales Messer mit 8-9 mm Stärke. Es wird natürlich etwas schwerer sein. Ich kann es mittig greifen, um kleine Sachen zu choppen. Und ich kann es hier am Ende mit Lanyard dann, gedacht muss man sich das jetzt haben, mit Lanyard Griffen mit zwei Fingern zum Beispiel, die Lanyard dann hier, um dann so eine Art Beilfunktion zu haben. Also, ja, vielleicht tut der Lepus mir das bauen, da freue ich mich drauf. Und so auf die Art und Weise habe ich jetzt schon ein kleines Gefühl dafür, wie sowas wird. Dann kann ich mir schon Gedanken machen, wie ich das am Gürtel tragen will. Also da wollte ich euch jetzt mal mit updaten. Und tschüss. Da muss natürlich noch der obligatorische Blick in den Kochtopf kommen hier. Meine Frau hat Hirse mit Schafskäse und Gemüse vorgekocht und das darf ich jetzt dann genießen.